Heute die vierte Stunde Jumping und ich hoffe, ich habe wieder ein paar Lieder verändert. Die kennt ihr bestimmt aber auch noch. Ich hoffe, dass ihr sie nicht alle vergessen habt. Und dann starten wir auch gleich. Eine Stunde Cardio-Intervalltraining. Ich sage auch zwischendurch die Schritte an und dann kann man richtig zusammenpowern. Let's go! Dale, 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 dale
Ich hoffe, es ist schon ein bisschen warm. Ein bisschen machen wir noch. Mit Stange. Refrain, schön langsam, Piano. Und dann gehen wir dann zur Stange. Geöffnet, geschlossen, Rebound und Rebound Dub. Sage ich an und zeige ich auch an. Okay? Balance. Popo nach hinten, bauchfeste Schulter zurück und marsch. Unten bleiben. Ab. 4, 3, Fußspitze vor. Tief. Und
marschieren, Popo bleibt tief. Mach feste Schulter zurück. Füße hoch vom Trampolin. Hoch, hoch, hoch und tief mit dem Popo. 4, 3, 2, Ferse, go. 10. Bleibt immer in Bewegung, egal um das Trampolin, wippt auf dem Trampolin, immer schön in Bewegung bleiben und wenn er nur die Ferse bewegt, Mund befeuchten, tut auch immer gut. Hoffe, euch ist auch ein bisschen warm, so wie mir auch. Next one, das Lied hat ganz viele One-in-One. Two and two, one and one, two and two. Und das machen wir im Single, Single, Double. Single, Single, Double. Bauchfeste, immer schön in den Bauch hinein, diagonal, alles wie ein Schwamm ausbringen. Ready? Und go. Bauch hinein. Hey, 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 hey.
Jumping, go! Ein bisschen Pause machen und atmen. Sehr gut. So, beim nächsten Lied, das ist so ein bisschen sowas Party, ein bisschen Spaß, was Schnelles, viele Sprints und diejenigen, die das Lied gleich kennen, werden merken, und zwar viele Sprints. Single Knees, Double Knees und dann haben wir Knee, Leg, wie ein Knee und Kick, okay? Die Sprints sind nicht nur 1, 2, 3, dranbleiben, okay? Sage ich an. Ready? Alles geben! Thank you.
auch schnelle Lieder mit Basic-Schritten und richtig anstrengend. Sehr gut. Und runter und trinken. Und immer in Bewegung bleiben. So, next one. Jetzt kommen wir ein bisschen runter. Hier haben wir im Refrain den Side to Side. Das ist immer, wenn wir hier mit den beiden geschlossenen Füßen von Ecke zu Ecke springen, nennt sich Side to Side und Double Side to Side. Wir gehen mit Single Knee. Ein bisschen winken und immer dran denken, bauchfeste Schulter zurück, bleibt in der Mitte des Trampolins und wenn man mal zwischendurch auf Toilette gehen muss, alles völlig normal, habt ihr alles richtig gemacht. Weiter geht's. Ein bisschen Freestyle. Tiefe und können den Freeze machen. Freeze heißt runter in den Squat. Zusammen in die Fußspitze, Balance halten. Öffnen, kompletter Fuß. Freeze, open, freeze. Okay, gut. So. Sekunden. Komm schon mal runter in den Squat. Auf dieser Position. Öffne! Squat!
Geschafft. Das Lied natürlich. Oh, schon zu Ende? Nein. Los nicht. Zwei, drei Lieder haben wir noch. Also atmen. Wir haben jetzt ein Lied, was richtig Attacke macht. Mit den Twists. Die Füße sind geschlossen. Bauch ist fest, Schulter zurück. Und wir haben hier so eine imaginäre Linie. Da sind wir immer genau in der Mitte. Und der Twist ist mit geschlossenen Füßen an dieser Linie ganz hart vorbei. Oberkörper ist immer feste, parallel zur Stange. Und wir bewegen uns hier. Der Bauch ist wie ein Schwamm. Okay, so müsst ihr euch das vorstellen. Macht's mir Spaß, wenn man weiß, wenn der Bauch wie ein Schwamm ausgebrungen wird. Ready? Alles geben. Richtig Attacke machen. Thank you.
und kurz atmen. Sehr gut. Und dann noch. Yes. Sehr gut. Gut. Und wieder mit Stange. Fast 4 Minuten. Also, wenn wir die Stange haben, alles geben. Geöffnet, geschlossen, rebound. Und auch side to side. Und dadurch side to side, aber alles mit Stange. Und davor, Balance halten, Jumping Jack. Bereit. Und nutzt die Gelegenheit, wenn wir so ein bisschen Freestyle machen. Das ist eure Pause zwischendurch. Immer schön ausnutzen, so Lockerheit reinbringen. Und yeah. Und lächeln. Auch wenn ich euch nicht sehe. Und dann Bauchübung für die Ruhe, um ein bisschen runterzukommen. Ich hoffe, es hat bisher euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich versuche immer ein paar Lieder zu wechseln, damit es nicht zu langweilig wird.
Aber es ist auch gut, wenn man die Lieder kennt und die Schritte auch, dann kann man auch richtig mitpowern. Aber viele kennen ja auch die Lieder dann auch. Man muss für alle ein bisschen was dabei haben. Das nächste Lied sind fast auch 4 Minuten Cooldown und dann aufs Trampolin. Yo, ya tú sabes, Cuba, España, esto es el remix, pelea, es algo para ti. Das Handtuch hier aufs Trampolin und legen uns mit dem Rücken aufs Trampolin und werde euch ein paar Bauchübungen, was für die innere Bauchmuskulatur ist, ohne Hektik, wir kommen zur Ruhe und trotzdem ein bisschen was tun, ist nicht schlimm. Wir legen uns erstmal hin und pendeln mit den Füßen. Wir wollen ein bisschen Lockerheit reinbringen. Hopp. Schön ganz gesund für den Rücken, weil ich, dass wir keine feste Unterlage haben. Hopp. Und noch 8, 7, hopp.
Noch 4, 3 und greifen mit den Füßen. Und Schulter heben vom Trampolin. Rücken bleibt komplett. Kleine Ziehe und go. Zieh, hopp, zieh und ab. So weit es geht nach oben und schneller. 8, 7, oben bleiben. Wir ziehen uns hoch über den Bauchnabel. Hoch, hoch, hoch. Noch 4, 3, 2. Ein Bein lang in der Luft. Und ab, kleine Zieher. 8, 7, 6. Schaut elegant nach oben. 4, 3, 2. Hoch. Lockern. Beinwechsel und kleine Zieher. Hoch. Hoch, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, lockern und wir wippen, Lockerheit reinbringen, gut Fuß zurück, richtig gesund für den Rücken und nochmal, anwinkeln, Schulter heben und hochziehen und lang machen. Und hoch und lang. Hoch, Hände im Kopf und kleine Zieher. 8, 7, 6. Elegant nach oben schauen, Nacken mit lang gezogen. Und haut. Beine lang. Zusammen. Hochkommen. Im V und halten. Und einen Kreis machen. Schulter zurück. Und einen großen Kreis machen. Und ab, bleibt im V. Und halten. Und locker zurück. Einmal noch. Schulter heben. Beine lang. Im V. Und hoch. Lang machen, immer Bauch festhalten, Pobacken zusammenziehen und hochkommen. In V halten und lang machen, ohne ablegen, wenn es geht, Arme lang und dann wieder hoch und in V halten, ablegen und kurz rund machen. Beine sind auseinander, Schulter zurück, Knie zusammen, Ellenbogen aufs Trampolin, Beine nach oben und im Wechsel. Schulter zurück, ab, ab. Knie sind immer leicht gebeugt, feste, feste. Und noch 10 Sekunden. Noch 4, 3, 2 und ablegen, rund machen. Eine Runde machen wir noch und dann haben wir es geschafft. Wer möchte, kann sich hier wieder mit dem Ellenbogen abstützen. Wer möchte, kann auch lösen. Hände auf dem Körper ein bisschen schwerer machen. Beine lang. Und wir wechseln. Schieb die Wand weg. Schieben. Schieben. Push. 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 Schulter zurück. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hoch. Und ablegen. Arme lang. Füße nach oben. Ganz sanft die Knie durchstrecken, wenn es geht. Und heben. Erst auf die Knie, schaut nach vorne, langsam hochkommen und ablegen.
Festhalten. Becken langziehen, Schulter zurück. Punkt fixieren, wenn ihr merkt, ihr wackelt. Oder hier festhalten mit einer Hand. Und wechseln. Erst den Punkt fixieren, Fuß greifen, Becken langziehen, Schulter zurück, Bauch ist fest. Balance halten. Und ablehnen. Ferse nach hinten. Komplett Ferse zum Boden. Hände auf dem Rücken, Schulter zurück, schaut nach vorne. Und wir wechseln. Ferse nach hinten. Füße zusammen. Einatmen. Und ausatmen. Und einmal noch. Und ich bedanke mich. Ich freue mich auf zum nächsten Mal. Donnerstag gibt es das nächste Video. Und dann freue ich mich schon auf euch. Schönen Abend noch.